Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen. Es ist soweit, unser City Skylines Wochencontest Nummer 1 ist jetzt vorbei, beziehungsweise der Einsendeschluss war ja schon am Samstag. Und ich habe von einigen Leuten Screenshots zugeschickt bekommen, habe mir dann die ganzen Screenshots angeschaut, ihr seht die auch gleich im Hintergrund, und habe dann mal die Leute angeschrieben, von denen ich das Safe Game mir auf jeden Fall mal anschauen wollte. Und jetzt habe ich also für euch 4 Kandidaten, zwischen denen ihr den Sieger wählen dürft. Das macht nämlich ihr. Ich habe mir 4 rausgesucht, die ich persönlich am besten fand oder am coolsten fand oder am abwechslungsreichsten, und habe dann jeweils zu den Städten ein kleines Vorstellungsvideo gemacht. Die sind so, ich glaube, um die 10 Minuten alle, und da zeige ich euch jeweils die Städte und sag was dazu, wie mir die gefällt, wie der Verkehr ist, wie die Zahlen sind und so weiter, von wem das ist. Und meine Bitte an euch wäre, dass ihr, bevor ihr eure Stimme abgeht, euch alle Städte anschaut. Das macht ja sonst keinen Sinn. Also alle mal anschauen, und dann müsst ihr für euch natürlich entscheiden, welche gefällt euch am besten, vom Design her, von der Funktionalität her und so weiter. Und die Stadt, die euch am besten gefällt, die gebt ihr dann einen Daumen hoch, also ihr gebt dann dem Vorstellungsvideo von der Stadt einen Daumen hoch, und am besten auch nur der einen, denn sonst macht es keinen Sinn. Wenn ihr allen eine Stimme gebt, dann könnt ihr auch gar keine Stimme geben. Und da sind echt coole Sachen zustande gekommen, und obwohl das Konzept Kreisstadt war, sehr verschiedene Sachen, aber das seht ihr ja dann auch in den Videos. Ansonsten seht ihr jetzt auch im Hintergrund noch andere Screenshots, die mir zugesandt wurden von Städten, die es jetzt nicht reingeschafft haben, die aber auch teilweise sehr cool aussehen. Insofern danke an alle, die ja mitgemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, den Sieger zu wählen. Das Video, was dann nach einer Woche die meisten Likes hat, das ist dann der Sieger, und vielleicht, wenn derjenige damit einverstanden ist, gebe ich euch dann auch das Safe Game raus und ihr könnt dann auch die Stadt mal selber anschauen oder sowas. Ja, und viel mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen. Gleich seht ihr dann die 4 Videos, die könnt ihr einfach anklicken, und aus den Videos kommt ihr dann jeweils wieder zurück und könnt dann zum nächsten Video, und schaut euch dann am besten einfach alle einmal an und wählt dann euren Sieger. Herzlichen Glückwunsch natürlich schon mal an die, die da nominiert wurden, und ja, da bin ich mal gespannt, wer das Ganze gewinnt. Ich habe natürlich für mich persönlich einen Favoriten, den ich euch nicht sage, und ich bin mal gespannt, was bei eurem Voting dann rauskommt und wer da gewinnt. Wichtig ist noch, Dislikes bringen nichts, also ihr könnt natürlich disliken die Videos, die ihr jetzt nicht so geil findet, aber die werden nicht gewertet, denn ich will da nicht, dass da irgendwer irgendwelche Dislike-Bots oder so draufsetzt, also die zählen nicht. Und ansonsten könnt ihr den Erbauern dieser Städte natürlich, wenn ihr wollt, noch einen netten Kommentar da lassen. Ich denke, die werden da auf jeden Fall reinschauen und gucken, was die Leute zu ihrer Stadt sagen. Und ja, möge der Beste gewinnen. Das war der erste Wochencontest aus Skylines. Ich bin froh, dass das bei euch so gut angekommen ist, und beim nächsten Mal gibt es was anderes, und dann machen ja vielleicht wieder Leute mit. Viel Spaß beim Voten und Anschauen, und vielleicht gibt es ja für euch noch die ein oder andere Anregung, wie ihr mal eure Städte bauen könntet oder was ihr mal anders machen könntet. Ich bin raus, euer Walle. Thank you.